den Ärmsten helfen. Aber wie? Mit welchen Mitteln, Interventionen, Ideen? So lautet seit Jahrzehnten die bestimmende Frage im Leben von Patricia Danzi. Lange in leitender Funktion für das internationale Rote Kreuz tätig, ist die ehemalige Weltklasse-Leichtathletin heute Chefin der Schweizer DEZA, also der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit. Und das in einer Welt, deren Krisen und Notsituationen von Afghanistan bis Haiti sich gerade in jüngster Zeit zu überschlagen scheinen. Viel zu tun also und viel zu besprechen. Herzlich willkommen in der Sternstunde Philosophie, Frau Danzi. Vielen Dank. Frau Danzi, wäre es zu dramatisch zu behaupten, dass Sie in Ihrer Position jeden Tag Entscheidungen fällen, die das Leben und auch mögliche Sterben von Tausenden von Menschen weltweit betreffen? Es wäre vielleicht ein bisschen dramatisch formuliert. Ich denke, Entscheidungen muss ich jeden Tag treffen, die wichtig sind. Es werden die Leute vor Ort, unsere Teams vor Ort, entscheiden, was sie tun können oder was sie nicht tun können, um den Leuten zu helfen, um sie zu unterstützen, um mit ihnen zusammenzuarbeiten. Es ist jeder Tag ein anderer Tag, es kommt nie Langeweile auf und manchmal ist es ein bisschen spannender, manchmal ein bisschen weniger, manchmal traurig, manchmal ist man froh. Es gibt sehr viele Emotionen jeden Tag. Aber in leitender Position ist es ja so, man kriegt nur die Entscheidungen, die andere nicht entscheiden wollten. Und da müssen Sie sagen, naja, die 10.000, die 40.000, die 100.000 Franken gehen jetzt dort und dahin. Das ist doch mit konkreten biografischen Folgen für Ihre Adressaten verbunden. Also glücklicherweise haben wir auch Strategien in der Entwicklungszusammenarbeit, sind die Arbeiten über mehrere Jahre aufgegleist. Und wir hatten letztes Jahr eine Strategie der Entwicklungszusammenarbeit, der Kooperation für die Schweiz durch das Parlament gebracht. Und das gibt uns eine Vorgabe für 4 Jahre. Dann müssen diese Programme mit den verschiedenen Ländern aufgegleist werden. Und das ist dann die Aufgabe der Orte, der Leute vor Ort. Ja, Sie stellen dann, das ist ganz sachlich, institutionell, regelgeleitet. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Sie morgens beim Blick in den Spiegel manchmal denken, wow, ganz schön viel Verantwortung, dass einem da auch ein bisschen schummrig wird. Das ist so. Also als ich die neue Arbeit übernommen habe, es kommen jeweils Papiere auf mein Büro und da musste ich schon jeweils schlucken, auch wenn die Millionenbeiträge bei mir über den Tisch gehen und die Verantwortung ist sehr groß. Und die Nachfrage auch, geht das gut? Haben wir die richtigen Entscheidungen getroffen? Unterstützen wir die richtigen Organisationen? Das sind schon Momente, wo man sich sehr, sehr alleine auch fühlt. Mhm. Jedoch haben wir auch im Bund Audits und wir sind eigentlich die Direktion, die am meisten von diesen Audits kriegt. Das heißt, wir kriegen auch Unterstützung, dass das dann auch nachgeprüft wird und wir ein bisschen freier unterschreiben können. Beugen wir uns doch mal über eine imaginäre Weltkarte, eine große Welt, eine Welt vieler Menschen. Welche Situation, welcher Krisenherd, welcher Ort bereitet Ihnen denn derzeit aus humanitärer Perspektive die meisten Sorgen, vielleicht sogar Kopfzerbrechen? Also es gibt sehr viele Kontexte, Konflikte, die sind in den Medien, davon lesen Sie jeden Tag. Heute natürlich Afghanistan, es war Haiti mit der Krise, mit dem Erdbeben auch. Aber es gibt sehr, sehr viele Kontexte, wo es schleichend schlechter geht. Und häufig sind Klimaaspekte, Dürren, Katastrophen, die sich schleichend in einem Gebiet ausbreiten. Das ist jetzt zum Beispiel im südlichen Afrika so, wo wir sehr viele Nachrichten bekommen, wie diese Katastrophe auch oder diese schleichende Katastrophe sich auch auf die Leben der Bevölkerung auswirken könnte und schon ausgewirkt hat. Und das sind Sachen, die können wir nicht schnell lösen. Da braucht es die Unterstützung der vieler Staaten. Und das sind Dinge, die einem sehr lange beschäftigen, weil wir kriegen häufig Feedbacks von, es gab noch nie so wenig Regen, es gab noch nie so viele Dürren, wir hatten noch nie so viele so viel Vieh, das gestorben ist. Und da sind die Entwicklungsmöglichkeiten, die man den Bevölkerungen gibt, oft ganz andere als die Lebensgrundlagen, die sie heute haben. Das ist ja ganz interessant. Sie sagten, Ihre Arbeit ist ja auch medial überformt. Dort, wo die Medien die Krisen berichten, da wird dann gesagt, da soll die DEZA einschreiten. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist Ihre Arbeit besonders dann gut gemacht, wenn diese Gebiete gar nicht erst in die Medien kommen, weil präventiv gut gearbeitet wurde. Ja, präventive Arbeit kann die Entwicklungsarbeit machen. Sie ist weniger medial und deswegen ist sie vielleicht auch weniger verstanden. Wir müssen auch immer wieder erklären, was Entwicklungszusammenarbeit überhaupt bedeutet, was es bedeutet, starke Systeme
zu haben. Letztes Jahr war eine Gelegenheit im Gesundheitssystem mit der Corona-Krise, wo die Leute auch hier in der Schweiz verstanden haben, wenn man kein starkes Gesundheitssystem hat, dann sind auch die Nachbarländer der Schweiz oft betroffen. Und da hat man gemerkt, dass ein Verständnis dafür entsteht, was Entwicklungszusammenarbeit, auch präventive Arbeit, bedeuten kann. Vielleicht die humanitäre Hilfe, die ist mehr katastrophenorientiert. Da kommen natürlich die Medien, es gibt ein Erdbeben und da will und kann die Schweiz auch schnell reagieren. Und das ist dann eben diese Arbeit, die vor allem von den Medien abgedeckt wird. Nun gibt es eine Zone in der Welt, ein Land, Sie erwähnten es schon, Afghanistan, wo es eine Art Mischform ist. Es gibt eine ganz imminente humanitäre Krise dort, aber es gibt auch ein sehr, sehr langes Engagement, das eine Geschichte des Scheiterns war. Wie stellt sich denn derzeit in Afghanistan die Arbeit der DEZA dar? Ja, Afghanistan effektiv. Die Lage ist nicht erst seit letzten Monat oder vorletzten Monat schwierig. Das Land hatte schon seit langem auch eine Dürre und die humanitäre Situation, ein großer Teil der Bevölkerung war schon lange nicht gut. Es gab auch einen Krieg, der ist jetzt ein bisschen weg, ein bisschen weniger intensiv oder im Moment gar nicht mehr kriegerische Handlungen. Und da leiden vor allem die Leute, die vor Ort sind, die 40 Millionen Afghanen. Die DEZA ist seit 20 Jahren in Afghanistan. 40 Millionen, das muss man sich ja aus Schweizer Perspektive auch erst mal klar machen, wie viele Menschen das eigentlich sind. Das sind sehr viele Menschen. Die meisten, also viele davon leben in der Hauptstadt, Kabul. Aber da gibt es noch extrem viele Menschen, die in den Berggebieten wohnen. Afghanistan ist sehr hügelig, bergig. Und viele Leute sind nicht mit der Hauptstadt im Kontakt jeden Tag. Und viele Leute haben auch vielleicht kein Smartphone, können sich nicht vernetzen und sind deswegen auch vielleicht auch weniger damit beschäftigt, wie was die Welt heute über sie denkt. Aber die Entwicklungszusammenarbeit in Afghanistan, die Schweiz gemacht hat, hat einige der Aspekte, die heute noch für Afghanistan wichtig sind, abgedeckt. Ich denke an die Bearbeitung der natürlichen Ressourcen, die Ernährungssicherheit, die Bildung und die Rechtsstaatlichkeit. Man fragt sich heute oft, hat es was gebracht? Ja, Sie waren ja jetzt im Juni dort, das war 6 Wochen, bevor die Taliban die Macht übernommen haben. Wie würden Sie denn Ihre Eindrücke dort beschreiben, auch in Bezug auf die Nachhaltigkeit Ihrer Arbeit und das, was jetzt noch von ihr bleiben mag? Ja. Die Reise im Juni war für mich das erste Mal, dass ich in Afghanistan überhaupt Fuß gefasst habe. Das war sehr eindrücklich, die Leute sehr herzlich, unsere Mitarbeiter auch. Sie hatten Angst, sie waren besorgt über die Lage und wollten wissen, was kann die Schweiz für uns tun, wenn es schlimmer wird. Ahnten die denn schon, was kommen würde? Also es war schon die Zeit, wo die Taliban einige Orte, Vorstädte eingenommen hatten. Wir mussten einige unserer Pläne umstellen. Also wir konnten nicht in dieses oder jenes, wir konnten nicht nach Mazar, wir mussten nach Herat fliegen, um einen Fieldtrip zu machen. Und da merkte man schon die Angst vor das, was kommen könnte. Und viele haben die 90er Jahre erlebt und haben das noch sehr, sehr dramatisch in Erinnerung. Das erste Taliban-Regime haben das in Erinnerung. Und ich erinnere mich gut an eine der Hausangestellten, die mir gesagt hat, ich wünsche das nicht für meine Kinder, für meine Töchter. Und ich will unbedingt, dass sie eine andere Zukunft haben können. Das war für mich sehr eindrücklich und ich war auch duschig. Also es hat mich berührt. Ja. Es hat mich berührt. Und wir konnten in diesem Moment noch keine Antwort geben für die vielen Fragen, die kamen von den Lokalangestellten. Jedoch habe ich mich auch davon überzeugen lassen, dass die Arbeit, die wir gemacht haben, dass sie eine gewisse Nachhaltigkeit auch hat. Weil wenn man Leute oder junge Frauen in die Schule schickt, wenn man die Ernährungssituation verbessert für Haushalte, dann hat man etwas getan, das egal, was für ein Regime kommt, das bleibt. Und nachhaltige Entwicklung sollte ja etwas sein, das bleibt und auf das man aufbauen kann. Es ist effektiv für uns auch im Moment sehr, sehr schwierig. Haben Sie denn Kontakt jetzt zu den Menschen, die noch für Sie tätig sind? Wir haben also die Leute, die für uns tätig waren, die sind jetzt in der Schweiz. Also wir haben sie evakuiert zusammen mit unserem, also ein bisschen später, aber mit unserem Personal. Also alle unsere Mitarbeiter sind heute in der Schweiz, sind durch das Asylverfahren gegangen. Das heißt, es gibt jetzt vor Ort in Afghanistan niemanden, der mit Ihnen
konkret zusammenarbeitet? Es gibt die Organisationen, die Lokalorganisationen und die internationalen Organisationen, die sind zum Teil vor Ort geblieben, die lokalen auch. Und es ist jetzt wichtig für uns von hier aus, von der Schweiz aus, diese Kontakte weiterzuführen, um sie zu unterstützen, damit sie weiterarbeiten können. Sie haben sehr viele Probleme, unter anderem auch der Cashflow. Wie kriegt man Geld nach Afghanistan? Wie können sie weiterarbeiten? Aber, und das ist die gute Nachricht, sie können weiterarbeiten. Es geht darum, die humanitäre Hilfe natürlich vor Ort. Es gab einige Binnenflüchtlinge, die vielleicht oder nicht jetzt zurückgehen in ihre Orte. Es gibt Organisationen wie das IKRK, die UNO-Organisationen sind auch vor Ort. Also das Internationale Rote Kreuz. Das Internationale Rote Kreuz, die UNO-Organisationen sind vor Ort und lokale Organisationen, mit denen wir gearbeitet haben, mit die wir weiterhin unterstützen wollen. Jetzt gibt es natürlich eine neue Machtorganisation, die Taliban. Das stellt man sich als eine Gruppe von wenigen Männern vor. Ist das denn ein so homogener Haufen? Und haben Sie auch konkret mit Taliban gesprochen oder vielleicht sogar verhandelt? Also ich denke, man unterschätzt sie, die Taliban. Es gab ja eine Gruppe davon, die war in Doha sehr lange und hat sich eigentlich vorbereitet. Es gab viele Leute im Süden von Afghanistan, um die Region von Kandahar. Es waren auch viele Talibans ehemalige Flüchtlinge in Pakistan. Also sie kommen von einer Bevölkerungsgruppe, die eher benachteiligt war in den letzten 40 Jahren. Da gibt es auch sehr viele Kenntnisse vor Ort. Und eine Machtübernahme in 2-3 Wochen, das ist doch etwas, das nicht jedem gelingt. Das hat eigene Herausforderungen. Jetzt ist es ja so, Afghanistan ist ja auch deswegen so ein Fanal, weil man das Gefühl hat, da gab es ein großes, ein riesiges Projekt, das Nation Building, der Aufbauarbeit, und das ist gescheitert. Die Frage ist ja, was sind die Learnings, was sind die Erfahrungen, die man für die Zukunft mitnimmt? Wir haben mit dem Konfliktforscher und Afghanistan-Experten Konrad Schetter im Vorfeld ein Gespräch geführt und ihn genau das gefragt. Wir haben hier in Afghanistan einen 20-jährigen Militäreinsatz gesehen. Dabei sind an sich sehr viele Fehler gleichzeitig gemacht worden. Das erste sicherlich am Ende war, dass man in ein Land gegangen ist ohne eine Exit-Strategy. Also man wusste an sich gar nicht, wie und wann man das Land verlassen wollte und hat hier an sich das Land in einem Zustand verlassen, in dem ja ohne an sich eine klare Strategie, wie dieses Land zu verlassen war. Hier wäre es wahrscheinlich sinnvoller gewesen, wirklich in verschiedenen Stufen vorzugehen. Ein zweites Problem, was wir in Afghanistan sehr deutlich sehen, ist, dass wir doch hier eine sehr starke westliches Paradigma hatten, das wir auf Afghanistan rübergelegt haben. Und hierbei die internationale Gemeinschaft an sich die afghanische Gesellschaft, die afghanische Kultur völlig vernachlässigt hat. Das heißt, es ist in einer gewissen Weise ein Raumschiff gewesen, das in Afghanistan gelandet ist und nun wieder abgehoben hat. Zwei Kritikpunkte. Das Raumschiff Westen landet an einem fast anderen Planeten und denkt, sie können die Dinge so aufziehen, wie sie es selbst gewohnt sind. Ist das ein Kritikpunkt, von dem Sie sagen, ja, das ist wahr, das war falsch? Ich denke vor allem die Idee, Staatenbildung zu machen mit einer militärischen Intervention, das ist bis jetzt noch nie gelungen. Und auch in Zukunft sehe ich das nicht als einen guten Ansatz. Also mit einer militärischen Aktion, die dann nicht aufhört, aber keine Idee da ist, wie man einen Staat wirklich aufbauen kann. Aber die Idee gab es doch. Es gab die Idee, wir machen aus Afghanistan eine funktionierende Demokratie. Jein. Also die Grundidee, um in Afghanistan zu intervenieren, war eine militärische. Und dann ist man da und muss etwas machen. Und die Idee, einen Staat zu bilden, wie aus westlichen Prinzipien bestehend, war auch sehr, sehr, eine gewisse Arroganz war dabei. Und da bin ich einverstanden mit dem Raumschiff, das gelandet ist. Es landet in Kabul. Und die Tatsache, dass viele der kulturellen Eigenschaften von Afghanistan nicht einbezogen wurden, das ist bestimmt richtig. Ja. Der zweite Punkt ist ja mindestens genauso interessant, auch für die Entwicklungshilfe und die Idee davon, es gibt keine Exit-Strategie. Man geht rein, man weiß aber nicht, unter welchen Bedingungen man wieder raus wollte. Ist das nicht auch für Entwicklungshilfearbeit eine entscheidende Frage? Wir fangen an, Hilfe zu leisten, aber wann gehen wir denn wieder raus? Also die Entwicklungshilfe braucht ja einen Partner. Und das ist dann
oft der Staat oder Organisationen, die diese Projekte weiterführen können. Und dann gibt es eine gewisse Idee, was man erreichen kann, damit man aufhören kann. Nun sind wir oft in fragilen Kontexten unterwegs und die Parameter oder die Goalposts, die ändern sich ständig. Und das ist dann die Schwierigkeit zu sehen, was muss man ändern in einem Programm, was hat man erreicht, was hat man noch nicht erreicht und wie wollen wir weitergehen. Und da gibt es oft natürlich Anpassungen, die schwierig sind und aufzuhören ist bestimmt immer schwieriger als anzufangen. Wenn Sie sagen, die Linien verschieben sich, dann gibt es ja auch rote Linien, vielleicht auch Linien, wo man sagt, für dieses Regime leisten wir keine Entwicklungshilfe. Das betrifft ein Spannungsfeld von humanitärer Hilfe und staatlicher Stützung, Systemstützung. Auch zu dieser Spannung haben wir Herrn Schetter eine Frage gestellt. Es wäre sicherlich sehr naiv zu glauben, dass humanitäre Hilfe in einem politischen Vakuum stattfindet. Und natürlich wird humanitäre Hilfe, und das erleben wir seit den letzten 80 Jahren, immer wieder auch politisch instrumentalisiert. Dennoch glaube ich, spielt es bei der humanitären Hilfe wirklich eine ganz, ganz zentrale Rolle, dass sich eben humanitäre Hilfe bemüht, zumindest bemüht, neutral und unabhängig zu sein und vor allen Dingen seine Güter allen Menschen zur Verfügung zu stellen, egal welcher Religion, Ethnizität und so weiter. Ich glaube, dass das ein ganz, ganz zentrales Anliegen sein muss. Im Falle, was wir gegenwärtig erleben mit der Frage mit Afghanistan, dass wir eine drohende Hungersnot haben, bin ich immer nach wie vor der Meinung, dass hier das oberste Prinzip, das Retten von Menschenleben, ganz oben stehen muss und man dann immer wieder doch so etwas wie eine politische Instrumentalisierung erdulden muss, um eben diese Menschenleben retten zu können. Im Falle Afghanistan ist das eigentlich gar nicht mal, finde ich, so problematisch, da man in dem Land doch nach wie vor über UN-Organisationen, sehr viele internationale Organisationen, doch recht gute Strukturen hat. Das heißt, dass die humanitäre Hilfe auch an den Taliban vorbei geleistet werden kann. Wir haben andere Länder, wo man weitaus stärker auf Kriegsfürsten, auf politische Parteien sich einlassen muss, um hier überhaupt Hilfe zu leisten. In Afghanistan sehe ich aufgrund der vorhandenen Strukturen das Problem nicht als so riesig an. Also Hilfe kann offenbar weiter geleistet werden. Andererseits, wenn man an die Druckmittel denkt, die vom Westen heraus auf die Taliban ausgeübt werden können, dann kann man sagen, Entwicklungshilfe ist einer. Sie sind darauf angewiesen dort und gleichzeitig hat das dann immer auch einen systemstabilisierenden Charakter. Ja, also die humanitäre Hilfe, die muss ja, das wurde gesagt, die soll neutral sein, unabhängig, unparteiisch. Auch unbedingt? Unbedingt auch. Und das ist die humanitäre Hilfe. Sie hat natürlich, wenn man das tut und tun will und tun kann, immer ein politisches Nebengeräusch. Wenn man etwas tut für eine Bevölkerungsgruppe, tut man etwas nicht für eine andere. Wenn man etwas tut für den Feind, dann ist die andere Gruppe vielleicht nicht glücklich. Und die humanitäre Hilfe leistet dort Hilfe, wo die Bedürfnisse am höchsten sind. Und das gefällt natürlich nicht immer. Und ich denke, in der Entwicklungszusammenarbeit, wo die Systeme gestärkt werden, jetzt heute in Afghanistan, hat man das Dilemma des Gesundheitssystems. Die Leute werden nicht mehr bezahlt, das Gesundheitspersonal, Kliniken funktionieren nicht mehr. Das ist eine lebensbedrohliche Situation für viele Leute. Soll man da das System stärken oder soll man das nicht tun? Dieses Dilemma, das ist immer da. Und in diesem Fall jetzt ist die Antwort ja, man soll, weil es eben lebensrettend wirken kann. Die Leverage, die man hat auf eine Regierung. Spielraum, Verhandlungsspielraum. Ja, den hat man natürlich über diese Service, die Regierung tun muss, die Grundbedürfnisse abzudecken. Und da gehört dazu die Bildung, das Gesundheitssystem und all diese Aspekte, die zusammenhängen mit, wie kann man einen Staat funktionieren lassen. Und das ist heute im Fall der Taliban eben ein Spielraum, der Dilemmas auslöst, bei allen. Aber man könnte ja auch sagen, ich will nicht, dass euer Staat entsteht. Und deswegen ist für mich Entwicklungshilfe in dieser Situation keine Option. Das kann man. Man kann aber nicht die humanitäre Hilfe ausschließen. Also man kann nicht sagen, wenn man humanitär unterwegs ist, es ist uns egal, wie viele Leute sterben, weil wir die Regierung nicht mögen. Das ist ein Prinzip, das geht nicht. Das wäre auch für Sie immer der Kern dessen Ihrer Arbeit. Die humanitäre Hilfe muss in diesem Sinne unbedingt eingreifen können. Genau. Und das kann sie. Und das tun wir auch im Moment in Afghanistan mit den Organisationen, die vor Ort sind. Es ist jedoch, und da bin ich
mit dem Intervenenten nicht ganz einverstanden. Man kann humanitäre Hilfe nicht ganz, niemals ganz ohne Implikation des Staates tun. Mhm. Man muss Güter einführen, man muss leben an dem Ort und man muss auch gewisse Dinge, wenn man von einem Ort zum anderen geht, notifizieren. Und das ist eben auch dann mit der Regierung der Fall. Sie sagten einleitend etwas ganz Interessantes. Sie sprechen ja mit vielen Menschen aus vielen Weltregionen. Und dann sagten Sie, alle sagen, so schlimm wie jetzt war es noch nie. Die größte Dürre, die größte Hitze, der größte Hunger, die größte Krankheit. Es gab jetzt eine weltweite Pandemie. Man hat ja manchmal, wenn man die Nachrichten sieht, das Gefühl, wir leben im Worst-Case-Szenario. Das ist die schlechteste Welt, die es jemals gab. Ist das auch das, was Ihnen zurückgespiegelt wird in Ihren Gesprächen? Also ich denke, die schlechteste Welt ist es vielleicht für diejenigen, die heute leben in dieser Welt, die es so wahrnehmen. Es gab natürlich Krisen wie die Weltkriege und auch Hungersnöte in der Vergangenheit, vor 100, 200 oder noch weniger Jahren, die wir vielleicht vergessen haben. Tatsache ist, dass mit der Corona-Krise jeder einzelne Mensch war davon betroffen. Jeder einzelne. Ein globales Krisenbewusstsein entstand. Genau. Ob ein Präsident oder ein Bauer irgendwo, das ist absolut das Gleiche, den gleichen Impact, also nicht den gleichen Impact, aber die gleiche Problematik hat für alle eine Bedeutung bekommen. Und ich denke, diese globale Krise hat bewirkt, dass vieles anders ist und wird. Und davon haben wir vielleicht gar noch nicht alles gesehen. Das gab ja mit dieser Corona-Krise gerade in westlichen Ländern so eine Art Entschleunigungsfantasie, ein Bewusstwerden, ein langsamer Machen, ein Besinnen auf die wirklichen Werte. Ich würde mir vorstellen, aus Ihrer Perspektive öffnen sich da ganz andere Sorgehorizonte, wenn Sie auf Corona blicken. Ja, es gibt sehr viele Bevölkerungsgruppen, die darunter gelitten haben. Also wenn man an das Homeschooling denkt, die Kinder mussten zu Hause arbeiten. In der Schweiz ging das, in Deutschland auch. Aber wenn man in einem Haushalt nur ein iPhone hat und dann hat man 5 Kinder, die sich darum streiten, das geht nicht. Oder wenn es gar keine Konnektion gibt, gar kein Wi-Fi in einem Haushalt, dann sind viele Bevölkerungsgruppen weg. Und auch die Frauen haben darunter gelitten. Viele mussten zu Hause bleiben und viele Frauen haben auch Berufe, die besonders exponiert waren, das Gesundheitswesen, aber auch die Frauen, die in den Haushalten gearbeitet haben. Es hat sehr große Rückschläge gegeben, auch auf der globalen Agenda 2030, diese 17 Entwicklungsziele, die die UNO 2015 verabschiedet hat. Da sagt man, dass es Rückschläge gegeben hat von mehreren Jahren. Es gibt viel mehr Leute, die unter die Armutsgrenze gefallen sind. Heißt das auch, dass wir diese Effekte vielleicht erst in 3-4 Jahren in vielen Ländern sehen, dessen, was gerade geschehen ist? Genau. Und diese Armutsgrenze, die erhöht wurde, wenn 80 Millionen Menschen mehr in Armut leben, dann sieht man das nicht von heute auf morgen. Das wird man in ein paar Jahren sehen. Und wir hoffen, dass doch einige dieser Rückschläge jetzt wieder gut gemacht werden. Hingegen, wenn man über die Klimadiskussion spricht, dann geht das ganz bestimmt noch länger. Jetzt gibt es ja 2 Intuitionen. Ich sagte, die eine ist, wir leben in der schlimmsten humanitären Welt aller Zeiten. Empirisch könnte man sagen, ist gerade das Gegenteil der Fall. Noch nie lebten die Menschen so lange, noch nie waren sie so gut gesund, noch nie waren sie so gut gebildet, noch nie waren sie auch reicher. Das heißt, könnte man nicht auch sagen, gerade die Welt, in der wir leben, ist sehr, sehr viel besser als jede, die wir historisch kannten. Deswegen sage ich, für die Leute, die heute leben, ist diese Setbacks, die es gegeben hat in den letzten 2 Jahren, sehr, sehr schwierig, weil wir eben auf einem, also viele von uns jammern auf einem sehr hohen Niveau. Nicht alle, aber einige. Und deswegen kann man es eben nur vergleichen von heute zu heute und nicht im historischen Jahrhundertdiagramm. Aber müsste man nicht auch mal aus Ihrer Situation sagen, hört mal, ich weiß, diese Welt hat viele, viele Probleme, aber was haben wir nicht alles schon bewältigt? Und auch der Beitrag der Entwicklungshilfe für diese globale Tendenz, der ist ja ganz enorm. Der ist enorm. Man darf aber nicht vergessen, dass die wenn es mehr Leute gibt, gibt es auch tendenziell mehr Probleme. Und die Leute, die heute in den Gebieten wohnen, wo sie eben doch unter Druck stehen, vor allem klimatisch, es gibt mehr Leute für weniger Ressourcen. Mehr Leute und mehr Vieh für weniger Ressourcen. Das kann zu Konflikten führen auch. Und deswegen die Ziele, die wir erreicht haben, wir können uns auf die Schulter klopfen für einige, aber man darf sich absolut nie ausruhen, weil alles, was man erreicht hat, kann in einem Jahr wieder weg sein.
Ein Problem ist ja offenbar das der wachsenden Ungleichheit. Und das ist gerade für Länder, die reich sind oder sehr reich sind, wie die Schweiz, ja auch mit Verantwortung, mit ethischen Imperativen verbunden. Wie erklären Sie denn beispielsweise Bürgern die Tatsache, dass das, was im Sudan derzeit geschieht, auch in der Verantwortung der Schweizer Bürger liegt? Also in der Schweiz haben wir den Vorteil, dass dass wir eine sehr große Tradition haben. Es ist eine humanitäre Tradition. Die Schweiz will sich engagieren im Ausland. Sie will beitragen zu Frieden. Und das hilft. Also von dieser Grundlage her können wir sehr viel bewirken. Mhm. Das heißt, es gibt eine Grunddisposition von der Schweizer Bevölkerung, die sagt, ja, wir wollen das. Jetzt, was es genau heißt, im Sudan zu leben, diese Tragiken zu erdulden, das ist schwierig zu erklären, wenn man es nicht selber erlebt hat. Also man kann sehr viele Sachen schreiben, man kann medial das verfolgen, aber was es wirklich heißt, ist schwierig. Man muss es einfach immer erklären, zu erklären versuchen, Leute fragen. Und es ist wichtig, dass die Leute, die betroffen sind, immer auch an den Tisch geholt werden. Das geschieht nicht immer. Und es gibt ja, denke ich, auch zwei Rechtfertigungsmuster für das, was man humanitäre oder Entwicklungshilfe nennt. Nämlich zum einen, die Leute sind in Not, wir müssen ihnen helfen, weil sie in Not sind. Und das zweite Argumentationsmuster ist, wir helfen damit auch uns selbst. Diese Entwicklungshilfe ist langfristig gedacht Selbsthilfe. Sie dient unserem Gemeinwesen, unserem Staat auch. Wenn es der ganzen Welt besser geht, geht es auch uns besser. Das ist eigentlich sehr einfach. Jetzt das Disposition zu helfen, da sagt man immer, man hilft jemandem, dann bringt man den anderen in eine andere Position, desjenigen, dem geholfen werden muss. Ich denke, mir gefällt besser der Ansatz der Zusammenarbeit. Entwicklungszusammenarbeit, nicht Entwicklungshilfe. Mhm. Die humanitäre Hilfe nach einer Katastrophe, das ist etwas anderes. Da brauchen wir alle, wenn über uns das Haus zusammenfällt, brauchen wir alle Hilfe. Aber langfristig ist die Zusammenarbeit eben das Modell, das mir besser gefällt. Also diese Zusammenarbeit hat ja sehr viel mit Kommunikation zu tun, mit miteinander sprechen, sich aufeinander einlassen. Ich stelle mir vor, Sie sind seit fast 2 Jahren, also 18 Monaten jetzt Chefin der DEZA. Sie waren ja noch gar nicht in der Lage, mit diesen Menschen persönlich zu sprechen, mit denen Sie arbeiten, sondern das war immer ein entferntes, ein Zoom-dialogisches Arbeiten. Wirklich was ganz anderes, oder? Ja, teilweise war es effektiv Zoom-mäßig waren wir unterwegs. Es gab aber einige Reisen, die ich tun konnte und das war sehr, sehr nützlich für mich. Und auch in Bern kommen die Leute wieder ins Büro. Es ist klar, man kann gewisse Dinge tun mit Zoom, aber die Arbeit, die wir tun, wir leben vom Kontakt mit den Leuten. Wir leben vom Zuhören und auch vom Sehen, Spüren. Die Präsenz vor Ort, ja? Was abläuft, genau. Und das kann man nicht mit Video ersetzen, nicht alles. Und auch wenn man Friedensforschung betreibt, wenn man Vertrauen gewinnen muss, das kann man nicht oder nur sehr bedingt über Zoom erleben. Der Vorteil des Zooms ist, man kann mehr Leute einbeziehen in gewissen Sitzungen. Es gibt auch immer wieder Vorteile. Man muss immer die beide Seiten sehen. Dennoch sind Sie ja auch in Ihrem Arbeiten sehr darauf fokussiert, vor Ort präsent zu sein, sich ein eigenes Bild der Lage zu machen. Sie haben das bei Ihrer ersten Reise als DEZA-Chefin getan, in einem Flüchtlingslager in Bosnien, in Bihać. Und wie sich das dort konkret gestaltet, schauen wir uns mal kurz an. Lipa hat in den vergangenen Jahren traurige Berühmtheit erlangt. Das Camp war nicht winterfest. Die Unterbringung der Migranten katastrophal. Gemeinsam mit dem Schweizer Botschafter informiert sich Patricia Danzi vor Ort über die humanitäre Lage. Ja, ja. Trotz Anwesenheit von lokalen Medien und Sicherheitsleuten versucht Danzi, sich ein möglichst authentisches Bild zu machen. Ich hasse es, wenn die Kameras kommen. Die Leute fühlen sich ausgestellt. Das will ich nicht. Sie sollen sich frei fühlen, zu reden. Die Migranten kommen mehrheitlich aus Afghanistan, Bangladesch und Pakistan. Sind Sie vom Süden? Punjab. Haben Sie Ihre Familie zurückgelassen? Sie gingen allein. Ich ging alleine, ja. Eine ziemliche Reise. Hoffen wir, dass alles gut wird für Sie. Viel Glück.
Die Schweiz hat ein Migrationsabkommen mit Bosnien-Herzegowina. Es ist immer gut zu sehen, wie junge Frauen sich engagieren und was sie daraus machen. Deshalb sind wir hier. Wir arbeiten für eine bessere Zukunft. Danke für alles, was Sie machen. Behalten Sie die Motivation. Ja, das sind berührende Bilder, aber sie sind natürlich auch von einem Abgrund geprägt, nämlich der Suche nach Authentizität in einer hochkünstlichen Situation, die auch noch medial begleitet wird. Kann man in diesen Dialogen denn mehr als abfragen, was überhaupt nur als Antwort erwünscht wäre? Ja, ich denke, man kann es schon. Es braucht ein bisschen, vielleicht ein bisschen Übung. Man muss es schon mal gemacht haben. Wenn man es zum ersten Mal macht, dann ist es schwierig. Es ist mir sehr, sehr wichtig, mit den Leuten, wenn ich irgendwo hingehe, mit den Leuten zu sprechen und auch nicht den Eindruck zu hinterlassen, man kommt und sie sind, wie ich es genannt habe, ausgestellt wie in einem Zoo und wir fühlen uns gut, weil wir da sind und etwas tun können. Und dann macht man ein paar Bilder und hat einen Scheindialog und dann geht man wieder. Ja. Genau. Und das gelingt einem immer. Also man kann die Kameras auch wegstellen, man kann das auch wünschen und natürlich ist es einfacher, wenn man alleine hingeht oder zu zweit oder zu dritt. Ich versuche auch immer mit den Frauen einen Dialog zu haben, weil es gibt immer zwei verschiedene Realitäten. Diejenigen der Frauen, diejenigen der Männer. Es gibt vielleicht noch andere Realitäten, aber es lohnt sich jeweils mit den Frauen einen speziellen Dialog zu haben als Frau. Und da erfährt man manchmal viel mehr, als man sich erwünscht. Unglaublich spannend, wenn Sie sagen, eine Ihrer zentralen Erfahrungen ist, es gibt da wirklich zwei Erfahrungsfelder, die distinkt und getrennt sind. Die männliche Flüchtlingserfahrung und die weibliche. Wodurch unterscheiden die sich im Wesentlichen? Also die Gemeinsamkeiten sind, alle fliehen in eine Situation aus ihrer Heimat und nicht freiwillig. Es gibt gewisse Druckmomente, denen sie nachgeben mussten. Sie unterscheiden sich oft danach, was sie während der Reise erfahren. Also Frauen, die flüchten, Migrantinnen, haben oft mit sexueller Gewalt zu kämpfen. Sie sind ausgesetzt verschiedenen Gefahren. Sie wagen sich nicht, sich zu melden. Und von den Männern, die erfahren auch Gewalt, aber in einer anderen Form. Und es gibt viel weniger Frauen, also nicht viel, aber doch weniger Frauen, die migrieren als Männer. Und wenn sie alleine sind, dann ist es besonders schwierig. Aber wie ist denn das empirisch? Ist es so, dass Frauen eher mit Kindern und Familie mitfliehen und die Männer alleine gehen? Oder ist das pari-pari? Es kommt auf den Kontext drauf an und es ändert sich jeweils auch. Es gibt Frauen, die mit ihren kleinen Kindern flüchten. Vielleicht haben sie den Ehemann verloren in einer Kriegssituation und schließen sich irgendeiner Gruppe an. Oder sie fliehen als Familie, kann auch vorkommen. Diejenigen, die wir in Bihać gesehen haben, das waren vor allem junge Männer, die sich auf die Reise gemacht haben von Afghanistan und Pakistan aus, die eine bessere Welt, eine bessere Zukunft für sich und ihre Familien wünschten. Und oft werden die Klugsten ausgewählt von einem Dorf. Das ganze Dorf zahlt, macht mit und schickt einen oder zwei ihrer Besten auf die Reise und erhofft sich dann, dass diejenigen auch zurückzahlen. Und die Remittances, die Zahlungen, die von Migranten kommen, sind viel grösser als die Entwicklungszusammenarbeit überhaupt weltweit. Das ist also die eigentliche Entwicklungshilfe, wenn man so will. Aber Sie sagten, wenn Sie mit den Frauen sprechen, haben Sie einen Vertrauensvorschuss. Gilt dann auch oftmals, dass wenn Sie mit den Männern sprechen, dass Sie vielleicht gar nicht jemand sind, der für diese Personen als, wo Sie da eine Adressatin sind, mit denen Sie eigentlich reden wollen? Ja, mit den Frauen bestimmt dieses Vertrauensverhältnis. Das ist sicher da. Ich habe schon sehr viele traurige Geschichten gehört, wenn man zwei oder drei Stunden mit ihnen sitzt. Und die Männer sind oft froh, wenn sie mal eine Frau sehen. Also vor allem in den Gefängnissen ist das der Fall, aber auch sonst. Und sie sind relativ frei mit Frauen, auch wenn es von der Religion her nicht unbedingt passt, dass man als Frau mit ihnen sitzt. Also wenn man sich genügend diskret kleidet und Respekt hat, dann ist das auch ein Dialog, der sich bestimmt immer lohnt. Dialog ist ja so ein schönes Wort. Und man könnte sagen, Sie korrigieren mich, wenn das falsch ist, dass Entwicklungshilfe sehr lange monologisch war, dass man an einen Ort gegangen ist, Rezepte hatte, Rezepte anwandte, ohne richtig zu fragen, was da vor Ort gewünscht ist. Kann man sagen, dass es da ein Paradigmenwechsel in der Entwicklungshilfe gab, von einem monologischen zu einem dialogischen Ansatz, dass diese Zusammenarbeit eine ist, die die Impulse vor Ort aufnimmt?
Ich denke, ja, das hat sich positiv geändert. Man spricht nicht mehr von Entwicklungshilfe, von der Entwicklungszusammenarbeit. Und auch die Staaten, die Empfänger dieser Entwicklungszusammenarbeit, haben mehr, verlangen mehr. Also es gibt jetzt diese Entwicklungsziele und viele Staaten sagen uns und anderen auch so und wie sieht es aus, wo arbeiten wir zusammen, wir möchten eher hier und ihr vielleicht da, also wir einigen uns in der Mitte oder auf unsere Ziele und diese Erkenntnis, die hilft den Ländern, den Empfängern der Entwicklungshilfe sehr. Ich bin froh, dass es diese Entwicklung gibt, denn ich denke, nur so geht es langfristig weiter, wenn der Einbezug, wenn es eine Partnerschaft ist und kein Monolog. Aber es gibt ja dann trotzdem, sagen wir nochmal, fast ein philosophisches Problem. Man will helfen und wie kriegt man denn überhaupt raus, was dem anderen hilft? Es könnten ja auch Situationen entstehen, in denen kommt Patricia Danzi, die 300 Millionen Frau, in ein Dorf und dann sagen die, was sie eigentlich wollen, aber es mag nicht das sein, was ihnen wirklich hilft und helfen wird. Ich denke, wenn man genügend lange zuhört, und auch, wir haben ja überall auch Lokalpersonal, das sind Leute, die vor Ort sind, da arbeiten, die Situation kennen und da kann man sich auch darauf verlassen, dass es dann doch eben in diese Richtung geht, die allen zugute kommt. Es ist klar, das Manipulationsrisiko, wenn man als Entwicklungsagentur kommt oder auch als humanitäre Organisation, die ist immer da. Da muss man eben auch das Gespür entwickeln, was ist jetzt richtig, was ist falsch und ein bisschen diese Double-Checks, die muss man auch immer machen. Dann gibt es ja diesen schönen Begriff der Augenhöhe. Und ich will das nicht zu kritisch einleiten, aber es ist ja immer eine Scheinaugenhöhe. Weil letztlich ist es ja so, Sie haben das Geld und die anderen haben die Bedürfnisse. Das heißt, auf wirklich gleicher Ebene kommt man ja nie zueinander. Kommt man schon. Weil ein Geld alleine bringt nicht wirklich Hilfe oder Zukunft. Geld alleine kann etwas bewirken, aber es braucht immer die Leute vor Ort, die es dann auch umsetzen und die es wollen und die eine Zukunft damit sehen. Weil ihre Partizipation muss auch da sein, sonst geht es nicht. Und wenn die nicht da ist, dann wird kein Resultat erzielt werden oder nur ein ganz kleines. Also man kann Geld in ein System reinbringen, aber man braucht Leute, die es dann umsetzen mit Motivation und Engagement. Mit Eigenmotivation, ja. Genau. Und das ist die Augenhöhe, die man dann hat. Und dann kann man auch verlangen und sagen, was habt ihr jetzt damit dabei getragen? Ihr habt gesagt, ihr wollt das. Wir können es zusammen machen, aber ihr müsst dieses und jenes dazu beitragen. Manchmal sind es Arbeitskräfte, manchmal sind es Mobilisationsansätze. Es können viele Dinge sein. Also ist diese Hilfe nicht nur eine Hilfe zur Selbsthilfe, sondern auch eine Selbstbindung. Das heißt, man schafft Verantwortung, indem man sagt, ihr habt euch darauf eingelassen, das sind eure Standards, die müsst ihr jetzt aber auch erfüllen. Genau. Es gibt ja nun eine andere Art von Dialog, die Sie auch immer wieder führen müssen, nicht mit den Bedürftigen, sondern mit den Mächtigen. Tyrannen, Diktatoren, vielleicht sogar Menschen, von denen Sie wissen, dass sie Massenmörder sind. Was sind denn da die dialogischen Tugenden, die Sie beherzigen? Also auch da muss man die Leute in die Verantwortung ziehen. Ein Dialog entsteht nur dann, wenn man ein gemeinsames Dialogfenster hat. Und das muss man zuerst suchen. Und wenn man es gefunden hat, dann kann man da einsteigen und man kann etwas auftun und ein bisschen Wind reinbringen. Man muss eben doch, wenn man verhandelt, immer sehen, was ist dem anderen wichtig. Und jeder hat irgendeinen Softspot. Jeder möchte irgendwie geliebt werden auf eine Art und Weise oder gesehen werden als jemand, der etwas für die Menschheit tut. Ist das wirklich bei jedem so? Ja, jeder hat diesen Spot. Es nicht unbedingt alle gleich, aber man findet ihn fast bei jedem Menschen, wenn man ein bisschen sucht. Das reicht natürlich nicht. Aber man muss sehen, was ist die Win-Win-Situation, wo haben beide etwas davon. Und das eben, diese Verhandlungen, um herauszufinden, was ist dem anderen wichtig, das braucht Vorarbeit. Man muss auch zuhören. Also wenn es eine schwierige Verhandlung ist, hat man gut daran, zuerst einmal zu fragen, wie geht es Ihnen, was haben Sie erlebt, was war schwierig in der letzten Zeit, hatten Sie auch Corona und so weiter. Und dann diese Ebene muss man
doch suchen, um ein bisschen weiterzukommen. Furchtbar interessant. Wie kann ich mir das denn konkret vorstellen? Das Team Danzi trifft sich jetzt mit einem Leader im Sudan, sagen wir, und dann machen sie so eine Art Charakterprofil im Vorhinein und sagen, das könnte der Softspot sein. Da geht der Spalt für das Fenster auf. Bestimmt, ja. Also auch, was hat die Person oder das Ministerium schon getan? Wo sind die Öffnungen? Was sind die Druckpunkte, die sie auch haben? Ja? Sonst lohnt es sich nicht, in eine solche Verhandlung zu gehen. Das sind ja meist, das ist zumindest mein Vorurteil, Männer. So wie man insgesamt glaubt, dass in solchen Entwicklungszusammenarbeitszusammenhänge die Männer die Hauptadressaten sind. Während andere vielleicht sagen würden, die wirkliche soziale Macht, das wirkliche Entwicklungsgeschehen, das läuft gar nicht über die Männer, das läuft über die Frauen. Das ist richtig. Häufig sind es noch Männer, es gibt aber immer mehr Frauen. Es gibt gewisse Länder, wie zum Beispiel Ruanda, wo die sehr viele Minister, 60% im Parlament, Frauen sind. Das gibt es auch. Hingegen die Adressaten, die ich hatte bis jetzt, waren sehr, sehr viel Männer. Und dann hat man eine gewisse Art zu verhandeln. Wenn man dann plötzlich an eine Frau gerät, muss man sich umstellen. Es sind dann andere Art und Weisen, wie man verhandeln kann. Und das war für mich beim ersten und beim zweiten Mal ein bisschen schwieriger. Was sind denn da die Kernunterschiede? Ich denke, man kann nie generalisieren, also das darf man auf keinen Fall. Aber bei die Männer, wenn sie einer Frau gegenüber sitzen, sage ich jetzt mal salopp, dann gibt es eine gewisse Galanterie. Man ist nicht ganz so hart, man ist bestimmt nicht ganz beleidigend oder es gibt keinen Macho-Kampf der Toreros, sondern es ist ein bisschen softer. Wenn zwei Frauen sich gegenüber sitzen, gibt es das nicht. Dann ist es Handschuhe weg. Kann also sogar schwieriger sein. Kann schwieriger sein, ja. Weil es geht dann immer nur um die Sache. Und wenn die Frauen sind auch immer sehr gut vorbereitet und dann die Sachen zu verhandeln, dann muss man eben doch sehr, sehr sachlich sein. Oder auch, und das darf man dann eben auch, ein bisschen emotional ab und zu. Das ist ja interessant. Wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, ist Diplomatie mit Frauen, unter Frauen, fast ein bisschen schwieriger als mit Männern. Ich denke, es ist die Erfahrung, weil ich in meinem Fall jetzt hatte sehr viel mit Männern zu tun und habe mich dann eben auch so weitergebildet, wenn man will. Und weil es eben weniger Frauen gibt, hatten wir weniger Gelegenheit, mit Frauen zu diskutieren. Ich denke, das ist vor allem der Grund. Wenn Sie da in den Raum kommen, dann kommen Sie ja da auch in einen Raum, die Leute wissen, wen Sie treffen. Und Sie treffen eine ganz besondere Person, die in ihrem Leben schon sehr, sehr viel Besonderes geleistet hat. Die eigentlich eine Verkörperung dessen ist, was ein Entwicklungsziel ist. Eine starke, eine resiliente, eine erfolgreiche Frau. Ist das für Sie auch wichtig, insbesondere auch vielleicht mit Ihrem Hintergrund als Weltklasse-Leichtathletin, als Olympiateilnehmerin, dass Sie irgendwie verkörpern, was das Entwicklungsziel selbst sein mag? Das habe ich jetzt noch nie so gesehen, wirklich nicht. Also ich gehe in einen Raum als Patricia Danzi und nichts weiter. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich einen langen Tross von Errungenschaften mit mir herschleppe, sondern es ist jedes Mal ein neues Verhandeln, ein neues Begegnen und da kann man immer wieder was lernen. Und ich denke, wenn man in einen Raum geht, muss man alles andere draußen lassen und erst einmal reingehen und sehen, was passiert. Aber allein schon diese Beschreibung, dieser Fokus, ich gehe da rein und tue einfach in dieser Situation, was verlangt ist, das kann man sagen, das ist ja schon das Mindset einer Leistungssportlerin. Da gehe ich in diese Situation und bin voll fokussiert und blende alles andere aus. Das hat mir bestimmt geholfen. Also das bin ich überzeugt, dass ich mich fokussieren kann, dass ich auch lange eine relativ Ausdauer habe und auch mit Rückschlägen besser umgehen kann, als das vielleicht andere können. Und es gibt doch vielleicht auch gerade aus feministischer oder weiblicher Perspektive die Erfahrung, dass man mit seinem Körper etwas kann, dass man ihn bildet, dass man ihn trainiert. Auch da würde man ja sagen, diese sportliche Erfahrung ist eine Erfahrung der Autonomie und der Selbstbestimmung, die gerade in diesen Entwicklungszusammenhängen viele Frauen gar nicht machen können. Ja, als Frau habe ich bestimmt diesen Vorteil auch. Ich habe bestimmt auch den Vorteil, dass ich mit zwei Kulturen bekannt bin. Also mein Vater kommt aus Nigeria, meine Mutter aus der Schweiz. Und das hat mir bestimmt auch geholfen, diese verschiedenen Perspektiven zu sehen, als Frau, aber auch als Mensch.
Und in der Entwicklungszusammenarbeit diese Spannungen oder diese Verschiedenheiten reinzubringen, ist wichtig. Die Sportlerkarriere, die ich gemacht habe, hat mich auch mit vielen Völkern zusammengebracht. Und das hat mir immer sehr gut gefallen. Mir hat das fast besser gefallen als den Wettkampf selber. Und die Tatsache, mit verschiedenen Leuten aus verschiedenen Kulturkreisen zu diskutieren, mich auszutauschen, das hat mich sehr bewegt, immer. Aber vielleicht nochmal, weil das ja in Ihrer Biografie fest verankert ist, diese Rolle des Sportes. Ich hatte kürzlich in Deutschland mit Flüchtlingshelferinnen zu tun und die sagten, ja, da werden immer sportliche Angebote an die Frauen gemacht, an die Männer gemacht, aber das sind immer nur Fußballangebote, während die Frauen vielleicht autogenes Training machen wollten oder Yoga. Und das heißt, allein schon in diesem Bereich gibt es da so eine Art blinden Fleck für die Bedürfnisse, auch die leiblichen, der Frauen in diesen Entwicklungszusammenarbeitszusammenhängen. Ja, in vielen Ländern ist Sport für Frauen nicht so einfach, aber sie würden es bestimmt auch gerne tun. Also vor allem, wenn sie dann in Flüchtlingslagern sind, Yoga vielleicht, aber wieso nicht Karate oder Volleyball oder auch Fußball? Ich denke, das ist ein Punkt, der wieder zeigt, wie man mit einer gewissen Ansicht an eine Bevölkerungsgruppe herangeht und dass man eigentlich immer offen sein muss für alles und vor allem fragen, was wollt ihr? Und dann werden sie es wahrscheinlich schon sagen. Ist das denn etwas, was Sie auch in Ihren eigenen Impulsen weitergeben? Sagen wir, denken wir doch mal ein bisschen mehr an Sport als Form der Freiheit, als Sport als Form der Selbstbestimmung. Machen wir ein Entwicklungsprogramm für sportliche Programme in Flüchtlingslagern? Also ich hätte gerne, vor allem bei Friedensverhandlungen oder bei Situationen, wo es Konflikte gibt, sagen können, okay, dann was möchtet ihr, wie möchtet ihr es austragen? Macht ihr einen Tischtennis-Match dazu oder macht ihr ein Fußballspiel dazu? Das hilft, würde sicher helfen. Es gibt auch Ansätze, wo man sagt, Sport in Flüchtlingslagern ist wichtig, oder Sport in Gefängnissen ist wichtig, um diese Konfliktpotenziale runterzubringen, die Aggressionen rauszulassen. Es kann auch helfen, junge Leuten eine Perspektive zu geben, weil der Sport ist nicht nur das Leibliche, sondern es gibt eben auch ein gewisses Selbstbewusstsein, wenn man in einem Team ist oder ein Zusammenhaltsgefühl. Und das habe ich zum Beispiel in Lateinamerika haben wir das ausprobiert, als ich noch beim IKRK war, diese jungen Leute von den Straßen weg in gewisse Orte, wo sie Sport treiben können, aber wo sie alles andere auch gelernt haben. Wie sie sich untereinander verhalten sollten, wie sie sich ernähren sollten, wie sie die Regeln einhalten müssen. So als eine Art Schule des Lebens insgesamt, ja? Genau. Ein Wort, das in Ihren Äußerungen über Entwicklungsziele öfters emporkommt, ist das Wort Resilienz. Dass man resiliente Strukturen schafft und vielleicht auch resiliente Personen. Wie würden Sie denn dieses Ideal bestimmen? Also das Ideal wäre, es müsste gar keine Resilienz geschafft werden, weil es gar keine Situationen gibt, die man überbrücken muss oder verbessern muss und die schwierig sind. Das wäre das Idealziel. Ist das wirklich das Idealziel für eine persönliche Entwicklung? Man könnte doch sagen, die Menschen wachsen eben auch an den schlechten Erfahrungen. Und es wäre gar nicht wünschenswert, dass es gar keine Art von Erfahrung gibt, die man überwinden muss. Ein bisschen schlechte Erfahrung, ein bisschen Setbacks ist gut. Aber wenn die Erfahrung ist, man wird vertrieben und man kommt in ein Lager, man wird vergewaltigt, man wird zurückgeschickt, man hat kein Geld, man muss sich prostituieren, dann ist die Resilienz ist dann zu weit gesteckt. Das ist ja auch etwas, was, glaube ich, viele Bürgerinnen und Bürger sich überlegen, was für Menschen kommen da, mit was für Erfahrungen. Und wahrscheinlich kann man sagen, einerseits sind das Menschen mit starken traumatischen Erfahrungen, aber man könnte ja auch gerade auf dieser Basis sagen, viele davon sind besonders stark, besonders willensstark, besonders leistungsfähig. Scheint mir eine schwierige Einschätzung in dieser Spannung zu sein. Ja, also die Leute, die in die Schweiz kommen oder nach Europa kommen, die haben alles sehr, sehr viel erlebt. Also wenn man die Situation in Libyen anschaut, die Migranten oder Flüchtlinge durch die Sahara-Wüste gekommen sind und dann in Libyen und über das Mittelmeer, das sind extrem viel dramatische Ereignisse. Ich denke, ein Flüchtling, ein Migrant oder eine Migrantin, die es schafft, so viele Hindernisse überwunden zu haben, die hat ein großes erreicht schon.
Wie sich das dann äußert später, es kann auch posttraumatische Störungen geben, die gibt es auch und das ist auch normal. Und es gibt solche, die haben das eben besser verkraftet. Das kann man auch nicht wirklich üben. Und es gibt ja noch ein weiteres Element. Sie sagten es, da werden Menschen ausgesucht, vielleicht die talentiertesten und besten, die für ein ganzes Dorf in eine fremde Welt gehen und dort etwas schaffen sollen für alle zu Hause. Das ist ja ein unfassbarer biografischer Druck, der auf diesen Personen auch lastet. Das ist ein extrem hoher Druck. Und das ist auch der Grund dafür, weswegen sie es immer wieder versuchen. Also es gibt Leute, die werden zurückgeschickt über die Grenzen, zwei, drei Länder rückwärts und versuchen es dann noch einmal, weil sie es eben nicht nur für sich versuchen müssen, sondern zum Teil für eine ganze Familie oder für ein ganzes Dorf. Ja. Und ist es dann nicht auch so, das ist ja ein Problemzusammenhang, der immer wieder besprochen wird, eigentlich ist diese Migration eine Migration, die in doppelter Weise schädlich ist für die Heimatländer. Nicht nur, dass Menschen verloren gehen, sondern gerade die Besten und Talentiertesten gehen verloren. Das ist eine Art von Brain Drain, wie man sagen würde, die man hier gar nicht so wahrnimmt. Ja, teilweise ist das schon richtig. Wenn sie es schaffen und Geld zurückschicken können, dann wird das meiste Geld investiert. Das zeigen Statistiken in Schulen und ins Gesundheitswesen. Also es können dann vielleicht auch andere davon profitieren, die gar nie eine Schule besuchen hätten können. Ein weiteres Wort, das Sie immer wieder in den Mund nehmen und das mich sehr hellhörig werden ließ, ist das Wort Demut. Demut in dem, was man tut. Wie würden Sie das bestimmen in Ihrer Arbeit? Mit dem, was man bewirken kann. Also wir können einzelne Situationen verbessern, gewisse Dinge ins Rollen bringen. Aber wenn man dann vor einem Erdbeben steht, wo die Häuser alle zusammengefallen sind und man muss sagen, wow, das ist viel größer, viel mächtiger als das, was wir jetzt erreichen können. Und auch sich selber nicht so wichtig nehmen, was wir bringen, ist interessant, aber es ist nicht das A und O von allem, was ein Mensch braucht, was ein Mensch kann. Ich denke, man darf sich nicht in den Mittelpunkt stellen zu sehr und muss sich auch immer selber wieder in Frage stellen. Haben wir es richtig gemacht? Ist es richtig? Aus den Fehlern habe ich was gelernt? Man kann immer was lernen und man sollte auch etwas lernen, immer wieder von den Menschen, denen man begegnet. Also zum Beispiel hatte ich ich habe viele Beispiele im Kopf, aber wenn ich jetzt in Zentralafrika, hatte ich in einem Flüchtlingslager eine Frau kennengelernt, die kam mit einem Korb voller Früchte entgegen. Und ich habe gefragt, was machen Sie? Sie sagte, ja, ich gehe auf den Markt. Und dann war die Frage, was hat sie gemacht? Sie hat Gemüse angepflanzt und ich habe sie gefragt, wenn sie jetzt wirklich was könnte, was würde sie sich wünschen? Sie hat gesagt, ich würde mehr Leute anstellen, damit ich einen größeren Gemüsegarten hätte, dass ich mehr verkaufen könnte, dass ich meine Kinder in die Schule schicken könnte. Das hat mir gezeigt, all die Leute, für die wir was tun können, die haben Ideen, haben Pläne, haben ihre Ambitionen, die gibt es und die müssen wir einfach immer wieder abholen. Und man muss sich das fast täglich wieder in Erinnerung rufen, weil man hat die Tendenz, es eben mit der Bürokratie, mit all den Papieren, mit all den Programmen ab dass und zu wieder vergessen. Dass da eine Blindheit entsteht. Ja, genau. Für man muss immer wieder entweder die Brille wechseln oder sie hochheben, damit man wirklich auch sieht, wo kommt das an und was für Dynamiken existieren schon. Demut ist ja auch etwas, was im Angesicht des Scheiterns und des Nichtgelingens eine Tugend ist, die anempfohlen wird. Ist denn das vielleicht auch so, das kann man natürlich öffentlich schwer sagen in Ihrer Position, dass es eben auch viele Erfahrungen gibt, in denen Dinge nicht gelingen und man immer wieder neu Anlauf nehmen muss? Das darf man sagen. Ich denke, das muss man auch sagen. Wenn man in diesen Kontexten, in denen wir unterwegs sind, unterwegs ist, dann ist es unmöglich, dass alles immer funktioniert. Was hat denn gerade in letzter Zeit, würden Sie sagen, nicht geklappt, was Sie besonders enttäuscht in Ihrer Tätigkeit? Also Afghanistan, wenn wir da wieder zurückkommen, ist bestimmt ein Gebiet, wo man sagen muss, generell haben wir alle, die da gearbeitet haben, nicht das erreicht, was wir erreichen wollten und vielleicht nicht genau hingehört, überall, immer. Wenn Dinge wirklich schief laufen, wirklich scheitern, die Krisen am größten sind, dann spielt ja auch Religion für viele Menschen als Kraftquelle eine Rolle. Demut ist ja auch ein religiöses Wort. Ist das für Sie selbst in der Beschreibung Ihrer Tätigkeit auch ein Faktor? Ich habe sehr viel mit religiösen Leuten zu tun.
in den Gebieten, in denen wir arbeiten. Es gab auch oft Clashes von Religionen, vor allem Christentum mit Islam. Aber auch wenn man die Israel und die besetzten Gebiete anschaut, dann ist das eigentlich so ein Dreieck von Clash, der da stattfindet. Und es ist oft so, dass man auch dort Figuren und Leute findet, die versuchen, aus ihrer Position als religiöse Leaders etwas zu machen, sich zusammenzufinden und sagen, okay, wir versuchen ein bisschen die Ereignisse zu beruhigen oder Frieden zu bringen. Und das hat mich immer sehr beeindruckt, auch wie Figuren, diese Leaders sich zusammenbringen und dann auch etwas erreichen können. Sie beschreiben das jetzt als Beobachterin aus der dritten Person, aber es gibt ja auch die erste Person, das Ich, Patricia Danzi, die sich in ihrem Leben unter eine Aufgabe stellt, die eine Wohltätige ist. Was sind denn Ihre eigenen motivationalen Quellen? Ich war schon, würde ich sagen, als Kind immer davon überzeugt, dass ich Leute weiterbringen kann. Ich habe in der Schule Nachhilfe gegeben, ich habe versucht, im Sport Leute weiterzubringen. Und eigentlich hat mich das ganze Leben verfolgt. Ich weiß nicht, woher das wirklich kommt. Könnte das auch einen biografischen Hintergrund haben, dass Sie sensibilisiert waren, vielleicht für die Lebenssituation in anderen Erdteilen? Ja, bestimmt. Ein Teil meiner Familie hat den Biafra-Krieg in Nigeria erlebt und mir auch davon erzählt, wie schlimm das war, aus einer Perspektive der Erfahrung. Und meine Mutter, die Sekundarlehrerin war in Zug, hat sich sehr engagiert, auch immer für Flüchtlinge und Migranten. Und deswegen wurde das mir ein bisschen nahegelegt. Mein Vater war Diplomat und diese Kombination vielleicht hat bestimmt geholfen. Gab es denn schon den Punkt in Ihrem Leben, an dem Sie gesagt haben, mit diesen Menschen, so wie er gebaut ist, aus diesem krummen Holz, dem kann man gar nicht helfen, denen will gar nicht geholfen werden? In Einzelfällen vielleicht schon, aber im Großen und Ganzen nein. Also es gab bestimmt Tage, in denen ich aufgestanden bin und dachte, oh mein Gott, nein, bitte nicht. Aber dann gab es auch viele, viele Tage, wo das Gegenteil passiert ist. Und man sagt, das hat jetzt vielleicht ein Teil nicht geklappt, eine Woche, vielleicht mehrere Monate nicht. Aber im Endergebnis ging es dann doch einigermaßen gut. Also ich bin Optimistin und Ich denke auch an die Kraft der Menschen. Ich glaube an die Kraft der Menschen. Und ich glaube auch daran, dass sie sich weiterentwickeln wollen und eigentlich in eine Zukunft gehen könnten, die uns allen gefällt. Antizipieren wir mal so eine Zukunft, eine utopische Zukunft, in denen all das, was Sie derzeit beschäftigt, nicht mehr notwendig wäre. Eine Welt ohne humanitäre Krisen. Welche Aufgabe würden Sie sich in solch einer Welt am liebsten widmen? Ich würde vielleicht von meinen Erfahrungen sprechen, also eine Lehrtätigkeit haben, um den Leuten zu zeigen, wie es sein könnte, wenn es nicht so ist, wie es dann eben wäre. Und dann würde ich mich oft in den Bergen aufhalten, wandern, ein bisschen Muße, mehr Bücher lesen und die Zeit so verbringen. Sie haben sich doch sicher schon einmal diese berühmte Frage gestellt, wenn ich für ein Jahr die Macht hätte und eine Maßnahme politisch umsetzen könnte. Das wäre meine letzte Frage. Was wäre die eine Maßnahme, um diese Welt von ihrer größten Not heilen zu können? Also ich bin ja kein Machtmensch und habe mir diese Frage effektiv nicht gestellt. Ja, das ist interessant. Ich denke, die eine Maßnahme, vielleicht jedem Einzelnen andere Augen einzupflanzen, um die Realität der anderen Menschen zu sehen und eigens zu spüren. Das würde vielleicht helfen. Andere Augen einzupflanzen, das ist ja fast auch eine Missionsbeschreibung der Sternstunde Philosophie. Auf jeden Fall haben Sie das heute in so eindrücklicher Weise für uns getan. Vielen Dank, dass Sie da waren, Patricia Danzi. Vielen Dank fürs Gespräch. Und nächsten Sonntag wiederholen wir die Sternstunde Philosophie, in der meine Kollegin Barbara Bleisch mit Expertinnen der Frage nachgeht, warum es in der Schweiz erst seit 50 Jahren das Stimm- und Wahlrecht für Frauen gibt und auch heute noch nicht alle mitbestimmen dürfen. Und jetzt gleich nimmt sie die Sternstunde Musik mit ins Universum der Bieler Popband Pegasus. Bleiben Sie also dran und denken Sie weiter.